inzwischen sieht er ganz schön mitgenommen aus. Es geht weiter. Karlsberg. Servus Freunde, lieber später als nie, gell? Also heute ist der 17. Dezember und gleichzeitig der 3. Advent. Heute gab es das Karlsberg Urpilz im Adventskalender. Karlsberg nicht zu verwechseln mit dem Karlsberg mit C, das ist ja eine der größten Brauereigruppen der Welt inzwischen darstellt, sondern das K Karlsberg aus Homburg. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die zu einer Brauereigruppe gehören oder eine Privatbrauerei sind, oder bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Aber gut, das Bier hat 4,8 Volumenprozent Alkohol, 35 Bittereinheiten sind angegeben und enthält Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. 11,5 Volumenprozent, 11,5 Gewichtsprozent Stammwürze stehen auch noch drauf. Also das finde ich ja immer ganz schön, wenn möglichst viel einfach Information auf der Flasche zu finden ist. Ich sage immer wieder, auch die Informationen, die man da drauf rausliest, sind ja eigentlich durch die Bank weg alle nicht so aussagekräftig, wie man vielleicht denken mag. Es ist schön, dass es draufsteht, aber im Endeffekt so richtig viel weiter bringt einen das auch nicht. Also, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich soll doch bitte drauf eingehen, welche Bittereinheiten, welchen Farbwert und so weiter und so fort das Bier hat. Aber eigentlich, Leute, so extrem wichtig ist es im Prinzip nicht. Klar, ob das jetzt 20 oder 40 Bittereinheiten hat, das macht einen Unterschied. Ob das jetzt 3 Volumenprozent oder 6 Volumenprozent hat, macht einen Unterschied. Aber ob das jetzt 4,8 oder 5,2 Volumenprozent hat, ob das jetzt 30 oder 35 oder 28 Bittereinheiten hat, das ist das alles für die Katz. Stammwürze 11,5, ob das jetzt 11,8, 11,9, 11,2 hat, Leute, hängt euch da dran doch mal nicht so auf. Ja? Also wie gesagt, ich sage das jetzt so eindrücklich, weil mir das auch in den Kommentaren öfter mal so nahegetragen wird, als dass das sehr wichtige Informationen seien, was halt in meinen Augen halt nicht stimmt. Wenn ihr das findet, okay, ich sage es ja auch immer wieder, ich finde es ja selber auch spannend und interessant, dass es draufsteht, aber ja, so 100% wichtig ist es auf die Kommastelle genau auch nicht. Das will ich damit nur sagen. Schauen wir uns die Flasche an. Auch Karlsberg hat in letzter Zeit einen Etikettenwandel durchgemacht. Das war in den letzten 2-3 Jahren, war ja da keine Brauerei vor sicher. Man hat die Etiketten ein bisschen angepasst, man hat alles ein bisschen klarer geschrieben, ein bisschen weniger beladen und alles ein bisschen einheitlicher gestaltet. So auch hier beim Karlsberg Urpilz. Zusätzlich ist jetzt hier noch dieser Zusatz mit Herb frisch angegeben und es ist alles ein bisschen klarer, ein bisschen weniger vollgepackt. Was mir immer wieder gefällt, ist, wenn auf dem Etikett noch so eine tabellarische Angabe von den Werten zu sehen ist, in dem Fall Alkoholgehalt und Bittereinheiten und so. Das finde ich immer wieder ganz schön. Auf dem Rückenetikett, da sieht man dann hier auch noch die Stammwürze und auch nochmal Bittereinheiten und Alkohol und alles. Das gefällt mir ganz gut. Haltbar bis zum 2.24, also bis Februar 24, das ist bald. Also bald abgelaufen, ist ein bisschen übertrieben, aber im Vergleich zu allen anderen Bieren im Kalender ist das jetzt wahrscheinlich mit eins der ältesten. Ich habe es vor einigen Bieren beim Göller, habe ich ja schon mal auf das Zunftzeichen drauf hingewiesen, beziehungsweise auf das Brauerwappen. Man kennt es immer mit diesen Braugeräten und dem Maisbottich, oft mit Hopfen und Gerste dazu. Aber das klassische oder eigentliche Brauerwappen, unser eigentliches Zunftzeichen, ist der sechszackige Stern, der eben hier dargestellt ist, auch wenn die Striche jetzt nicht wie beim Davidstern durchgezogen sind, wie es normalerweise der Fall ist, um eben Leute ja vielleicht einfach nicht, auch nicht zu verwirren. Und so wie er jetzt hier dargestellt ist, findet man dann recht häufig, dass er dann quasi ausgefüllt ist. Wir hatten, glaube ich, auch schon ein Bier im Adventskalender, bei dem der sechszackige Stern auf dem Etikett zu sehen war. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welches es gewesen sein soll. Aber ich meine, wir hatten schon eins, bei dem der Brauerstern drauf war. Ja, ich habe es schon öfter gesagt, auch hier haben wir wieder die grüne Farbgebung. Auf dem Video sieht es recht dunkel aus, es könnte jetzt auch schwarz sein. Ich sage es euch, das ist ein dunkelgrünes Etikett. Grün ist oft die Farbe für Pilz, während dann rot die Farbe für Exportbiere oder helle oder so ist.
So seht ihr es ein bisschen besser, dass es tatsächlich ein grünes Etikett ist. Und für die Leute, die es interessiert, hier nochmal der Kronkorken, der auch wirklich cool aussieht. Muss man ganz ehrlich sagen, der ist auch echt richtig schick designt. Gefällt mir mega gut. Ja, Freunde, ihr seht's auch hier wieder, Schaum ist ein Mythos. Ich habe wirklich innerhalb von 20 Sekunden gerade diesen Videoschwenk und das Foto gemacht und der Schaum ist weg. Ja, also die Schaumkrone ist schon aufgebrochen. Das ist nicht mal mehr ein kompakter Teppich oder so, der da oben drauf liegt. Schaum ist nur noch zu erahnen. Also wirklich, wirklich traurig. Schaumstabil. Mm-mm. Von der Farbe her ist es ein, ja, ich sag mal, Strohgelb bis helles Goldgelb, glanzfein. Ja, ordentliche Perlung, die man da jetzt so im Glas erkennen kann. An sich ein schönes Pilz, aber der Schaum, das ist traurig, das ist wirklich traurig. Geruchlich meine ich jetzt wieder so ein paar Alterungsaromen wahrzunehmen. Allerdings, ich habe es in den letzten Videos öfter mal gesagt, ich habe es immer wieder mit dem Pasteur gleichgesetzt und durch Pasteurisation und ein Pasteuraroma. Natürlich heißt es nicht zwingend, da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich in der Richtung das vielleicht nochmal klarstellen sollte. Das heißt nicht zwingend, dass es tatsächlich ein pasteurisiertes Bier ist. Trotz allem können diese Aromen natürlich da sein, weil es im Endeffekt einfach nur Alterungsaromen, Alterungseindrücke, oxidative Aromen, die einfach durch eine Alterung vom Bier entstehen und die werden eben durch den Pasteur oft ja, erst richtig reingebracht bzw. beschleunigt und sind deswegen in frischen Bieren schon eher anzutreffen. Das heißt jetzt nicht, dass das Bier pasteurisiert ist, nur weil ich sage, es hat ein pasteuriges Aroma oder eben ein oxidatives oder eben Oxidations- oder Alterungsaroma. Aber es deutet halt darauf hin, vor allem bei so großen industriellen Brauereien, wobei ich es nicht wissen kann, ja, ganz klar. Also wenn ich das jetzt einfach nur sage, das riecht nach Pasteur, dann heißt es noch lange nicht, dass es wahr sein muss. Ne? Hier habe ich so ganz leichte Alterungseindrücke, hintergründig auch wieder. Aber auch wie ich es gesagt habe, bei dem Eichbaumpilz, die sind jetzt nicht komplett irgendwie störend oder so. Also die sind okay, die passen da noch rein. Das ist noch nicht so, dass es mir jetzt irgendwie einen Fehler hätte. Im Prinzip riecht es auch sehr ähnlich. Es hat eben ein. Es riecht sehr intensiv nach Stroh, nach Getreide, nach Gerste. Ein kleines bisschen erdig und nur so ein Anflug von Malzigkeit. Also eher nach Getreide und Gerste als jetzt wirklich nach Malz. Und so eine ganz dezente Brotigkeit, die da auch die ganze Zeit mitschwingt. Aber mehr ist da auch nicht rauszuriechen. Hopfigkeit brauchst du nicht suchen. Wie gesagt, das ist bei Hopfenextraktbieren jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Da gibt es keinerlei hopfige Noten. Also alles, was man riecht, besteht aus der Getreidenote, Stroh, Brot. Das ist es. An sich ein gutes Bier, riecht nach einem Bier, gibt sich als Bier zu erkennen, wie der Biersüffler sagen würde. Aber nicht zwingend als Pilz. Also wenn man das jetzt einfach so jemand hinstellt, in irgendeinem x-beliebigen Glas, und ich würde einfach nur riechen, dann könnte das jetzt jedes Bier sein, das könnte jetzt irgendein helles sein, das könnte ein Export sein, oder ein Pilz, oder was auch immer. Kann man jetzt so erstmal fast nicht sagen. Klar, optisch spielt es natürlich eine Rolle, dass es so hell ist, aber das war es dann eigentlich auch schon. Müssen wir probieren. Kommen wir nicht drum herum. Hm?
Muss ich sagen, besser als erwartet. Doch, das ist jetzt so nicht schlecht. Ein spritziger Antrunk, ein sehr schlankes, süffiges Bier, aber nicht dünn, nicht wässrig. Das ist sehr passig. Diese getreidigen, strohigen Noten von dem Bier, die bilden den Körper, aber jetzt nicht irgendwie extrem. Die sind da, die zeigen, dass es eben Bier und Getreideprodukt ist. Diese leichte Brotigkeit, die da mitschwingt. Wenn da jetzt gänzlich die Bittere fehlen würde, wäre das genau sowas, was mich extrem stört. Aber durch die gut eingebundene Bittere, die eben von 35 Bittereinheiten, wie es auf der Flasche steht, die wirkt jetzt für mich fast sogar ein bisschen, ja doch, 35 passt schon gut. Und das sind auch, oh, muss man sagen, ist ganz ordentlich. Und in dem Fall kann man auch wirklich voll davon ausgehen, dass es die eindeutigen Bittereinheiten sind. Da eben nur Hopfenextrakt drin ist, der sich eben nur bitter auswirken kann, sind die 35 Bittereinheiten eben sehr straight und sehr klar. Ja, die sind also genau das. Da ist nichts verfälscht, da ist nichts mit Aroma verfälscht, der Wert, sondern das sind 35 Bittereinheiten. Also im Sinne von Bitterstufe. Und die kommen da richtig gut durch. Also alles, was ich im Aroma gerade beschrieben habe, wird gegen Ende vom Haupttrunk durch so eine angenehme Bittere ergänzt. Und die umhüllt dann diesen ganzen, ich sag mal, trockenen, getreidigen, rotigen Körper und die Bittere, die hält sich dann so richtig lang und wirkt richtig schön, ja, erfrischend. Die tut das Ganze so richtig schön anheben. Die macht da so eine richtig schön frische Note damit rein und es passt zusammen richtig gut, muss ich sagen. Wenn jetzt dieser leichte Alterungseindruck, dieser leicht staubige, ja, schon ein bisschen cardboardige Charakter nicht da wäre, sprich das Bier einfach frischer wäre. Das ist jetzt, wie gesagt, im Februar 24 läuft es ab und das ist Minimum ein halbes Jahr in der Flasche. Und wenn das jetzt ganz Brauerei frisch wäre, dann wäre das, glaube ich, echt eine Top-Sache. Ein schlankes, getreidiges Pilz mit einer richtig schönen, knackigen, bitteren Note, die gut zusammenpasst, die das Ganze gut abrundet und für mich ist das, was das Eichbaumpilz sein sollte, was auch das Warsteiner Pilz vielleicht sein sollte, obwohl im Warsteiner Pilz tatsächlich sogar Hopfen drin ist, nicht nur Hopfenextrakt. Trotzdem kommt es an das hier nicht ran. Das ist auf jeden Fall eins der besseren Hopfenextrakt-Pilzbiere und vielleicht sogar eins der besten, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne jetzt keins, wo nur Hopfenextrakt drin ist, der so gut rüberkommt. Also ich will das jetzt nicht in den Himmel loben oder so, aber das ist auf jeden Fall ein sehr eindeutiger Charakter für ein getreidiges, schlankes Pilz mit einer schönen Bittere. Und das ist eigentlich so ein Vorzeigepilz für alle Leute, die sagen, ja, Hopfenextrakt ist was Schlimmes. Nö, man kann auch da gute Biere hinkriegen. Auch wenn man sagen muss, natürlich könnte man das noch ein bisschen runder, noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen intensiver machen. Aber ich denke mal, für die breite Nachfrage ist es genau das, was es sein soll. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen an der Schaumstabilität schrauben könnten. Das ist so ein Ding, was mir immer wieder auffällt, dass wenn nur Hopfenextrakt drin ist, dass der Schaum darunter wohl echt leidet. Also das wundert mich ein bisschen. Aber scheinbar sind die schaumstabilen Stoffe wirklich im Extrakt nicht mehr, nicht mehr wirklich vorhanden. Weil das ist wirklich eine Sache, die mir jetzt in der letzten Zeit echt häufig aufgefallen ist. Ich schiebe sowas auch immer gerne auf einen Pasteur oder eben, wie gesagt, auf den Maischprozess einfach. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch das mit ein Grund sein könnte, dass der Extrakt da einfach nicht so richtig das kann, was der richtige Hopfen kann. Ich kann den Pilz. Das ist ein süffiges, gutes Bier. 6,5 bis 7 Punkte geben. Das heißt nicht, dass das jetzt
ein grundsätzlich überdurchschnittlich gutes Bier für mich ist, sondern das ist ein Bier, das in seiner Kategorie, und das ist eben hier ein unaromagehopftes Pilz, echt ein Vorzeigebier ist. Das braucht sich nicht verstecken, und ich habe jetzt bisher noch kein anderes gefunden, was da jetzt so rankommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Carlsberg, gute Sache, schmeckt mir. Ich mag das, dass es auch echt ordentlich bitter ist. Jetzt bei zunehmendem Trinken merke ich auch, dass die bittere fast schon, die ist fast schon ein bisschen fordernd. Also die haut schon rein. 35 Bittereinheiten machen sich bemerkbar. Dadurch, dass es halt auch so ein schlankes, trockenes Bier ist, kommt die auch nochmal ein bisschen extremer durch. Und ich denke, für viele könnte das schon ein bisschen drüber sein. Aber ich finde es ganz geil. Und ich glaube, ohne das wäre das auch lang nicht so gut, hätte es auch lang nicht so gut abgeschnitten. Für jemanden, der ein bitteres, schlankes Bier mag, das könnte man jetzt auch gut kalt aus der Flasche trinken. Im Glas braucht es nicht unbedingt sein. Jemand, der einfach nur ein schönes, bitteres Pilz trinken möchte, kühl, weiß ich nicht, vielleicht zum Feschbar oder zum Fernsehen oder sonst was oder zur Erfrischung auf dem Balkon, ist das wirklich eine Empfehlung, kann ich ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt jemand wirklich aus purem Genuss sich jetzt lange mit einem Bier beschäftigen will, braucht er sich das nicht kaufen. Da gibt es dann andere Vertreter, die dafür besser geeignet sind, aber dafür entsprechend weniger, um den Durst zu löschen. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Seid offen für alles, und ja, nur weil der eine sagt, ich bin Genusstrinker, muss der andere noch lange nicht Wirkungstrinker sein, nur weil er gerne sowas hier hat. Ne? Also ich mag das, ich trinke aber auch gern ein gutes IPA. Ne? Ich sage ganz klar ein gutes IPA, weil ich kenne bisher mehr schlechte IPAs als schlechte Pilzbiere. Da bin ich ehrlich. Auch wenn mir da jetzt viele Craft-Bier-Liebhaber kopfschüttelnd einen Daumen runter geben werden. So ist es halt, das ist meine Meinung. Lebt damit. Mal schauen, ob ich in nächster Zeit auch mal sowas in Richtung verkoste. Ich kann leider nichts dafür, wenn es jetzt im Kalender nicht drin ist. Mal gucken, was morgen kommt. Vielleicht, ja, wir hatten jetzt schon zwei Eichbaumbiere. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das Ureich noch vorkommt. Dann könnten wir auch mal ein richtig gutes Eichbaumbier trinken. Und ja, Carlsberg, yes, Urpilz, gute Sache. Lasst euch schmecken. Schaltet morgen wieder ein am 18. Dezember. Und mal gucken, was es dann gibt. Zu wohl, Freunde!